So, meine Damen und Herren, sind wir wieder zurück bei Total War. Es ist Total War, aber es ist Total War Mountain Blade. Man, ich sage das so häufig, dass wir wieder zurück sind bei Total War, aber es ist Mountain Blade, was wir hier aufnehmen, beziehungsweise das Let's Play, das wir hier machen. Ich lasse das einfach so drin. Wunderbar. Es ist wie immer ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, da wird immer noch gleich hochgeladen und wir sind noch dran, Ägypten, oder zumindest die, die hier in Ägypten unterwegs sind, einzuverleiben. Und mein Ziel ist es eigentlich, dass wir hier noch die eine oder andere Armee schnappen, damit die ein oder anderen Adlige noch zu uns kommen. Aber es ist Mountain Blade mit dem Europa-Mod. 1100. Wo ist eigentlich theoretisch der Anführer von denen drin? In der Nähe von der Stadt wurde er gesehen. Vielleicht ist er ja in der Stadt. Nein. Ja, die belagern das. Ich weiß nicht, ob er netter ist oder ob er nicht netter ist. Wenn da jemand plündert, muss ja jemand da sein. Dann gehen wir da mal hin. Ab durch die Wüste. Ich bräuchte eigentlich noch die Familie, das Familienoberhaupt. Ah, der ist sogar direkt da, der plündert da, das ist ja gut für uns. Kann ich noch schneller sein? Nein. Der liegt nicht drin, ne? Mehr Schaden gegen Schilde, das ist sicher nie verkehrt. Ich frage mich auch, ob Schaden gegen Schilde sich auch auf Dings auswirkt. Wie heißt es? Auf Wurfgeschoss und so. Oder ob es wirklich nur für Nahkampf ist, weil es halt über zwei Händer läuft. Okay, wo ist er jetzt hin? Das kann nicht stimmen. Das ist unmöglich. Ja, okay. So viel dazu. Hm? Er behauptet immer noch felsenfest, dass er da ist. Also in der Stadt da oben, statt hier. Was gar keinen Sinn macht. So, Angriff. Nehmen wir jemanden gefangen. I'm in command! Arrow! Spread the field! Get moving! Arrow! Forward! Onwards! Move! So viele Leute, ist die Karte so klein. Ich bin euer Anführer, ich bin euer Sultan, lasst mich durch! Stellt euch einfach auf die Felder und werft die verdammten Speere. Dafür habe ich euch nämlich geholt. Da fliegen die Wurfspeere, Alter, was hier alles an Wurfgeschossen durch die Welt zimmert. Dann halt so.
Ich liebe es, dass ich keine Rücksicht mehr nehmen muss auf die Schilde, sondern dass ich einfach reinwerfen kann. Weil die werfen einfach durch den Schild durch. Skillung sei Dank. Echt interessante Map hier, ne? So, ich habe seine Tochter geheiratet. Ich finde es übrigens schön, dass immer Emir dran steht. Dann weiß ich immer, den müssen wir gefangen nehmen. Du darfst gehen. Hä, wo ist der andere? War der nicht dabei? Hä? Du verarschst mich gerade. Der ist abgehauen. Such a pity. Ja, hi. Guck, es ist so. Ich brauch dich. Ich mach das auch höchstpersönlich. Ihr habt alle Schussverbot. Ich mach das selber. Ah, oh, das war gefährlich. Off the horses! Take them down! Oh, damit hätte ich ihn auch fast töten können. Zum Glück habe ich einen guten Mediziner. Ich wollte eigentlich sein Pferd erwischen, dass er auf dem Boden ist. Genau so. Danke. Dann wollte der einfach nur wegreiten. Ist mein Gefangener jetzt? Pferd behalten wir, die Dattel nehmen wir und das Getreide. So. Dann stellen wir ihm die Fragen aller Fragen. Willst du nicht zu uns kommen? Du bist zufrieden. Was ist mit dir? Oh! Ich glaube, dass wenn die doppelt machen, dass er dann teilweise failt. Na gut, ist kein Verlust bei dem. Aber schade, wäre schön gewesen, wäre er einfach zu uns gehüpft. Hat er überhaupt Besitz? Ne, der hat gar nichts. Ne, dann ist ja gut, dass es nicht passiert ist. Was hält ihn denn ab, sich unserer Sache noch anzuschließen? Das verstehe ich nicht. It's been a while. Ach so, genau. Ich wollte eigentlich die Beziehung mit ihm noch verbessern. Okay, doppelter Erfolgschance für... ja. Das ist nicht bekannt, Wort zu halten. Doch, eigentlich schon.
Ach, schade. Ach, schade. 50-50. Was? Nein! Zweimal fehlten 50er und einmal fehlten 80er. Fehlten 80er, bitte was? Och, nö, das... Oh, Mann, ey. Pferde kaufen, ja, aber wo? Aber wo, meine Freunde der Sonne? So, ich frage ihn jetzt nochmal. Jetzt, wo wir noch eine weitere Burg eingenommen haben. Meiner Frau zuliebe will ich dich aber bei uns im Reich haben. Ich ärgere mich, dass er jetzt Nein gesagt hat. Das finde ich super kacke. Was hat er sich verdient? Yusuf. Ich bin sehr enttäuscht, dass wir das nicht gebacken gekriegt haben, Mann. Dann hätten wir die Stadt direkt gehabt mit allem drum und dran. Verwundete müssen nichts mehr zahlen. Also der wäre zu uns gekommen noch. Nasir. Oh, Nasir. Da ist wieder Rihanna. Wir verfolgen Nasir mal. Okay, Nasir ist anstrengend. Was die ganzen Gefangenen jetzt raus, man echt. Wenigstens dahin gehen, ein bisschen schneller. Na schön, Nasir ist gleich in seiner Festung. Crusader Army. Leave your sword in its scabbard for a moment long. Worauf ich hinaus will? Nein, warum scheitert alles kritisch? What?
Wir holen diese Burg hier oben. Und dann frage ich den anderen nochmal, ob er zu mir kommt. Also, das ist gescheitert. Das ist gescheitert. Und, ich pack das nicht mehr lange. Ich hätte den in Grün hier sehr gerne zu uns geholt. Aber gut, wenn die nicht kommen wollen. Oh. Let's go. Ho, ho. Und der andere, der keinen Besitz hatte, da ist es ja auch gescheitert. Wisst ihr, was wir machen könnten? Wir könnten die Person, die wir gefragt haben, köpfen. Vielleicht sagt der Nachfolger ja, ja. Ein bisschen sehr brutal. Aber wenn ich den Anführer frage und der Anführer sagt, nein, ich möchte nicht, und du köpfst ihn, dann wird jemand neues Anführer. Und bei dem neuen Anführer kannst du nochmal fragen. Und wenn der auch nein sagt, könnte man den dann auch köpfen und dann könnte man den nächsten fragen. Nur irgendwann hasst dich die Familie so sehr, dass du gar keine Chance mehr hast und nichts mehr passiert. Ah, hier sollte ich Pferde kaufen. Jetzt habe ich es verstanden, Chat. Also, 5 Streitrösser. Wir kaufen noch 40 normale Pferde, damit wir allgemein ein bisschen schneller unterwegs sind. Was für eine Armee habt ihr da eigentlich zusammengetrommelt? Sie wäre potenziell die Nachfolgerin. Hi. Ich bin der, der euch jetzt besiegt. Müssen wir ganz kurz gucken. Das sind Söldner, das sind Söldner, das sind Söldner. Das sind Söldner. Okay. Wo genau stellen wir uns denn jetzt hin? Da dazwischen fühle ich mich nicht wohl. Aber ich weiß nicht genau, mit wie viel Kavallerie die kommen. Ich habe nicht nachgeguckt. Oh, schade. Das wäre es gewesen hier oben, ne? Das ist der Ende der Karte. Eselsbrücke. Einen anderen Grund gibt es fast nicht, da eine Brücke zu machen. Ich stelle sie mal hier hin. Dann sind wir noch ein bisschen flexibel, je nachdem, was gleich auf uns zukommt. Ah, ne, das geht. Okay. Archers! Move out! Infantry! Onward! Horse archers! Get moving! Jetzt ist nur die Frage, marschiert er auf mich zu? Naja, er kommt auf uns zu. Er kommt auf uns zu. Schön. Also wird mit den Berittenen versuchen, die Flanke von uns wieder unter Druck zu setzen. Also stellen wir unsere dahin. Und dass, wenn er kommt, reiten wir rein. Und dann kann er nicht um uns herum, sondern muss umdrehen, muss bremsen. Die blockieren sich gegenseitig und können wir ein paar erwischen.
Der geht weg von uns, sehe ich gerade. Aber die Reiter kommen auf uns zu. Die sind aber langsam im Wasser und da hätte ich sie abfangen können. Warriors! Onward! Arrow! Move out! Rider! Tear! Horse! Bowman! Get moving! Ich schicke meine Reiter trotzdem mal drauf, weil wenn sie im Wasser gleich drehen müssen... Footman! Forward! Bowman! Move! Sehr schön. Das ist das, was ich meinte. Im Wasser sind alle langsam. Let's go! Schieß mal bitte nicht, das ist nämlich jetzt Verschwendung. Nee, bleib mal deutsch. Bin ich sicher, wie viele Meter wir... Geht da rüber, bitte. Hat den Hügel schon gut für sich beansprucht hier, ne? Ich will auf die andere Seite in aller Ruhe und danach ergreifen wir ihn von hier oben an. Gute Map, ist eine große Map, man kann viel machen, ist ein bisschen flexibler, ich finde die gut, die ist super. Das war's, Riddick, danke man für den Sub. Jetzt bewegt er sich auf uns zu. Move!
So, wir nehmen die Seite von oben und dann versuchen wir von oben gleich rein. Aber jetzt bewegt er sich nicht mehr auf uns zu. Stopp mal schnell mit dem Schießen, bitte. Ist das zu weit weg? Das ist zu weit weg. Bullets! Nochmal! Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Das ist die Distanz, mit der wir arbeiten müssen. So, wir bewegen uns ein bisschen zurück, weil er auf uns zukommt, damit wir die Fläche etwas stabiler brauchen können. Und vor allem die Reiter von der Seite hier rein zischen lassen können. Schöne Flanke. Irgendwie bewegt er sich nicht richtig vorwärts, ne? Aber soll mir recht sein. Ja, jetzt kommt er. Keine Speere mehr. Schwerter ziehen und rein. Nicht, dass sie geteilt da reinrennt. Die hinten noch die Speere in der Hand haben und werfen wollen, währenddessen die anderen vorne schon kämpfen, haben wir keine saubere Linie. Nur noch der da, ne? Sehr gut. Tja, jetzt stellt sich die Frage, wollen wir brutal sein? Sind wir brutal? Und köpfen ihren Vater? Und fragen sie, ob sie sich uns anschließen will? I yield. You have won. Cursed be this day. Könnte es gehen, vielleicht. We are at your mercy. Will er sich irgendwann mal anschließen? Ich weiß eben nicht mehr, wie lange wir warten müssen, bis wir sie wieder fragen können. Ich glaube, in 2 Monaten oder so. Aber in 2 Monaten haben wir, also dann sind sie schon weg. Bis dahin haben wir sie wahrscheinlich besiegt. Ziemlich sicher. Tja.
Wir haben keine Armeen mehr, die rummarschieren, ne? Wir haben jetzt die letzten Söldner von ihnen gefangen genommen, das heißt, sie haben auch nicht mehr wirklich was. Wer ist eigentlich der Chefe von... Wo geht's, glaube ich, schneller. Wer ist der Chef von... Wo bist du? In der Nähe da oben, das kann alles nicht stimmen. Die Anzeige, ist alles falsch. Das ist alles falsch. Was ist denn das eigentlich bitte schön für eine geile Burg? Wollen wir den Weg genießen hier? Guck mal. Das ist der Pfad hoch. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. So viel Liebe zum Detail hier. Mega. Feudalerbe. Was bedeutet Feudalerbe? Die Kosten dafür, einen Clan einen Lehen zu entziehen, werden verdoppelt. Clans erhalten 0,1 Einfluss für jedes Lehen, das sie besitzen. Nö. Ich bin der König und ich entziehe den Leuten Lehen, wie ich will. Kaiser Nexus. Ja, in dem Fall bin ich hier, in dem Fall hier bin ich kein Kaiser, sondern ein Sultan. Cool, hey, wie cool. Mega, oder? Voll die geile Stelle für eine Burg. Super. Wenn die ihm seine Burg nehmen, können wir den Vater nochmal fragen. Markin. Markin, ich lasse dich in deine Siedlung rein. Ja, komm, hopp. Ein Sultan, eine willkommene Abwechslung. Gut, es geht mir gut, danke. Ich hoffe, dir auch. Das ist Musa. Wo ist Markin jetzt hin? Ich warte noch eine Nacht. Gut. Er hatte seine Chance, wir holen diese Burg. Dann will ich noch den Clan meiner Frau endlich mal ranholen. Ja, eine Frau hat wieder ein Kind zur Welt gebracht. Was haben wir dieses Mal? Daniel! Naja, der soll nicht Daniel heißen. Wie heißt denn der? Valadin. Der heißt jetzt Valadin. Weil er der Letzte ist. W. Keine Ahnung. So, wir haben ziemlich viele Söhne. Also wir haben Abadin als Sohn, Aladin, Saladin, Salamidin. Rana ist unsere Tochter und Valadin haben wir dann. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 5 Söhne. Ja, moin. So, irgendjemand hat eine Armee ausgehoben noch. Königin aus Persien. Gibt's eine weibliche Bezeichnung von Emir? Oder können wir einfach sagen, Emir ist Unisex? Wäre doch auch gut, oder?
Wenn wir die Burg haben, dann fällt mein Schwiegervater. Dann muss er. Dann muss er ja sagen. Alles geht kaputt. Ja, da gehen die nächsten Armeen. Max, danke Mann für den Sub. Vielen, vielen Dank. Danke für den Prime. Danke für 2 Monate. Hallöchen. Was ist mit Sardinidin? Pedalerbe. Nein. Und wenn du den Vorschlag nochmal unterbreitest, nehme ich die Sachen weg. Emira ist die weibliche Bezeichnung von Emir. Echt jetzt? Oder werde ich hier einfach hops genommen? Ist einfach so ein Lollol. Emir ist nur ein Titel. Ja, und was ist König? Und was ist Graf? Und ein Herzog? Standardmäßig aus. Er schießt sie. Boah, ist die Burg geil. Hier am Hügel, das ist der Wahnsinn. Sehr gut. Einer der Gründe, warum ich Speerwerfer dabei habe. Tat. Na, das schafft er. Tore öffne, dann werden ein paar von ihren Leuten weggehen und werden versuchen, die Tore zu verteidigen. Das könnte die Dings entlasten hier. Aber man muss aber sagen, sie sind echt, das ist gut verteidigt hier. So, also hier kommen jetzt scheinbar rein. Sehr schön. Du weißt, ist der Titel Emir Unisex. Ja, super. Gut. Aber Emira tönt auch nicht schlecht. Falls es stimmt.
da werfen wieder Leute Steine drauf. Ei. Nicht auf mich werfen, danke. Okay. Es könnte sein, dass ich mich übernommen habe. Parley, parley! Okay, okay. Oh mein Gott. Hinter mir noch einer. So, es gibt nur den einen Eingang. Naja, okay, dann werde ich sicher nicht erschlagen hier. Los! Ich habe schon zu viele Gefangene. Ja, wäre vielleicht besser, wenn die Adligen mitnehmen. Und wenn wir alle Adligen haben, dann nehmen wir noch den Rest mit. Sieht wie eine komische Aufteilung ist hier. So. Wurde eingenommen. Jetzt fragen wir meinen Schwiegervater, ob er nicht zu uns ins Königreich möchte. Wo ist er denn? Hier. Such a pity. Ich möchte darauf hinaus, dass du für uns arbeiten sollst. 100%. Einfach 100%. Gibt gar keine Diskussion. Und er will noch nicht mal eine Million. Meine Damen und Herren, der Emir ist bei uns. Wir führen den Titel Sultana ein. Ja, warum nicht? So, er ist mit beiden Siedlungen rübergehüpft. Es gibt jetzt nur noch das in dem Königreich. Ich hätte ihn super gerne noch auf unserer Seite gewusst, aber er will ja nicht. Er will ja nicht, er will ja nicht, er will ja nicht. So, das geht an ihn, weil er ist zu uns gekommen. Du kriegst was anderes. Ich hätte auch ihn so gerne noch irgendwie zu uns geholt, aber dass er Nein gesagt hat. Aber ich kann ihn nicht einfach köpfen, weil wenn ich ihn köpfe, danach hassen mich alle. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Tja. Schade, aber was für ein Signal würde ich senden, dass die Leute, wenn sie, also dass ich einfach Adlige köpfe, das geht nicht. Da sinkt auch die Beziehung mit allen anderen Adligen. Ich könnte eigentlich gucken, mit wem alles. Hier, Verhältnisänderung. -30, -30, -30, -30 mit fast allen. Agmundsson, -10, -10 und 83 weiteren.
Dann wären wir bei minus 20 bei denen, hm? Na gut, die würden das theoretisch bei unseren Leuten wieder hinkriegen, ne? Ja, das machen wir nicht. So, wir nehmen Streitrösser mit und 155 von denen, 87 Adlige. Dadurch sind wir nämlich einen Ticken schneller. Ach so, der kriegt immer beide Pferde. Ah, der kriegt alles da rein. Ja, der kriegt alle Pferde da rein. Deswegen hat er so viele. So, hat nicht jemand eine Armee ausgehoben? Was äumelst du denn darum? Fleet for the Jihadist Army. Warum? Ihr habt 208 Truppen da drin. Ich hätte die Gefangenen verticken sollen, hm? Die patrouillieren da irgendwie sinnlos in der Gegend rum. Makin. Ist Makin nicht der... Ja, ist er. Denkt ihr nicht, dass ihr in der Gesamtsumme mich besiegen könntet, wenn ihr euch alle versammelt hier? Es tut mir im Herzen weh, ihm das jetzt wegzunehmen, aber... So, kommt alle ran. Kommt ran. Kommt alle ran. Alle zu mir. Alle zu mir. Ja, da, hopp. Wenn ihr genug seid, greift ihr an. Jetzt ist nur die Frage, ob die Garnison noch mitkommt. Weil dann bin ich wahrscheinlich am Ende. Nee, selbst wenn die mitkommt, kriegen wir das hin. Ja, bitte. Halt! If. Die kommt aber nicht mit. Ja, dann, kommt sie ran. Kommt sie rein. Machen sie mal. Was greift mich hier eigentlich alles an? Das ist die Garnison. Die kommt mit. Ist eigentlich ein nicer. Ja, naja. Bleibt mir nicht viel anderes übrig. Das ist die Infanterie, das sind die Reiter. Haben wir hier hinten einen Hügel oder so? Na, hier ist das Ende der Map. Hier haben wir einen kleinen Hügel, der bringt uns nicht viel. Also das müssten Bogenschützenreiter sein und das müssen Dingsreiter sein. Ha? Die Karte ist ja furchtbar. Aber was erwarte ich in der Wüste, ne? Ja, ich stelle mich jetzt trotzdem hier auf, weil wir hier halt den Hügel hätten. Und ich finde, das ist schon fair, dass ich theoretisch mit dem Rücken zur Wand stehe. Arms like the arrows! Move out! Footmen! Forward! Warriors! Deutlich mehr Soldaten als wir. Oh, onwards! Oh, get moving! Move! Arrows! Move out!
Man, hear me! They're moving! Wir stellen uns hier mal so auf. Cavalry! Forward! Ich nehme die Kavallerie hier ein bisschen rüber. Horses! Attack! Wenn ich es schaffe, mit den Horse Bowmen ihre Truppen ein bisschen auseinanderzuziehen, eine Chance. Okay, er greift nicht richtig an. Das ist mein Glück. Okay, wir haben Glück, wir haben Glück. Wenn er jetzt einfach alles voller Kanne reingeschickt hätte, wäre es das gewesen für uns. Aber da er jetzt da steht und sich gefühlt abschießen lässt, weil er da irgendwie einen Block bildet, ich weiß es nicht, weil es sich von den Reitern... Ich weiß nicht, was die KI war. Die KI ist aber bescheuert. Die KI macht KI-Dinge. Gesicht. So, ich ziehe die Mans nochmal hier nach hinten weg. Ich weiß nicht genau, was da passiert. Hold arrow!
Mach mal bitte Stopp. Ihr verschwendet wertvolle Munition. Versuche ein bisschen nach vorne, unter Umständen in Wurfspeerreichweite zu gelangen. Könnte jetzt böse enden. Kommt nochmal Verstärkung. Okay, muss die Kavallerie nochmal zurücknehmen. Ich weiß nicht, warum die Briten Bogenschützen schon wieder eine neue Truppe gemacht haben, aber okay. Haltet mal bitte. Ich will die Horsebowmans reinlassen, damit hier ein bisschen gedreht wird. Ich darf meine Kavallerie nicht opfern. Wenn die 43 Kavalleristen sterben, dann war es das für uns. Okay. Sprungpferde haben sie. Unglaublich. Stop shooting. Er lässt sich von unseren Reitern da irritieren. Trefft ihr die da hinten? Ich glaube nicht so weit, oder? Ja und nein. Doch, kommen sie. Feuer. Oh
Mach ein Schild, weil fangt ein paar der Geschosse ab, bitte. Ihr habt eine schottische Miliz dabei? Wie kommt schottische Miliz hier in die Wüste, Mann? Na gut, wenn er sich wieder abknallen lässt. Er lässt sich von unseren Reitern irritieren. Die KI geht, also die versucht mitzudrehen mit unseren Reitern, wie ihr seht. Und währenddessen können unsere Bogenschützen einmal drauf schießen. Also wenn er alles in voller geballter Kraft auf unsere Infanterie geschickt hätte, hätten wir es verloren. Keine Frage. Horse Archers! Move! Er hätte einfach nur reinrennen müssen. Das wäre alles gewesen. Einfach nur reinrennen. Warriors! Warriors! Move out! Er rennt weg. Warriors! Attack! Ich hab's viel zu spät gesehen. Ich dachte, die kommen auf uns zu. Von wegen. Lass sie nicht entkommen. Das ist ein Teil ist der von der Garnison. Die Garnison will zurück in die Stadt, oder was? War das der Plan? Der arme Tropf. So. Musa. Du kannst gehen. Eilt. Mit dir möchte ich ein Gespräch führen. Du bist mein Gefühl. We are at your mercy. Wer ist eigentlich? Hat dich ihn gefragt? Du kannst gehen. I give. Du gehörst mir jetzt. You kannst gehen. I give up. Du gehörst mir. Enough. Du gehörst mir. I yield. Grant me the honors of war and do yourself credit. Okay. Enough. Stop. I yield. I give up. Call back your dogs. Wir sind Söldner. Ja, sind Söldner. Warum habe ich die jetzt? Warum genau habe ich ein paar davon jetzt freigelassen? Das weiß ich selber nicht so genau, ne? Dinge, die passieren halt. Okay, das war Glück. Ich habe mich überschätzt. Und weil die KI reingekackt hat, haben wir es doch noch hingekriegt. So, wir setzen die Belagerung fort. Ich würde gerne eine Unterhaltung führen mit, nein, Makin. Makin, ich weiß, ich habe dir eine Siedlung weggenommen, aber weißt du, oh. Wenn du für mich kämpfst, dann
bin ich durchaus bereit, dich aufzunehmen hier. Schön. So lobe ich mir das. Du brauchst nicht viel, hä? Du brauchst nicht viel, weil du hast keinen Besitz. Ich stehe vor seinen Toren, kurz davor, seinen Besitz an mich zu nehmen. Bei dir ist es wahrscheinlich das Gleiche, ne? Such dich zu überreden. Schade. Nasir. Aber wir haben jetzt sehr viele bei uns im Sultanat. Er hat eine Armee ausgehoben, das ist nett. Noch viel netter wäre, wenn du mal was damit machst. Mal schauen. Dennis Armee. Ja, wenn alle anderen noch dazukommen, dann könnte ich es ja vielleicht schaffen dieses Mal. Wo will er hin? Der geht irgendwas belagern, irgendwo. Der hat nichts Gutes im Sinn. Nehmen wir einen Katapult weg. Jagdrechte. Jagdrechte, Nahrung in Städten, Loyalität. Ja gut. Die Städteloyalität um 0,2 runter dürfte jetzt kein Abriss sein. Selbst wenn nicht die richtigen, also wenn zum Beispiel in einer arabischen Stadt nicht ein arabischer Herrscher ist. Das dürfte kein Problem sein. Ich habe mich umentschieden. Wir ballern da jetzt voll rein. Let's go, let's go. Dafür, dass sie keine null Nahrung haben, lebt die gar nicht so ziemlich lange. So, wenn die das haben, sind sie im Grunde genommen erledigt. Dann haben sie noch eine Burg. Damit können sie nichts anrichten. Nahrung. Ah, warte, du hattest noch. Hassan, sag doch was. Sag doch was. Die verstoßen. Auch noch mehr. Kommt er? Dann ist es nämlich der theoretisch noch. Den habe ich noch nie getroffen. Wenn er sich daneben stellen würde und die anderen würden kommen, könnte man verhandeln, ne? Aber passiert nicht viel. Der Eumut da rum, man macht nichts. Ja komm, hopp. Triff dich mit den anderen hier. Tut was. Dann nicht. Ich hätte Lust, den Papst noch anzugreifen. Da sehe ich uns eigentlich noch. Meine ja nur. Das könnte man ja noch machen. Der Kreuzzug mal andersrum.
schade. Okay, wir haben wieder sehr viele Bogenschützen, also... Wie immer, schießen, werfen meine Leute hier nicht. Ausschwärmen! Ausschwärmen, los! Ist anständig, nicht in Deckung stehen. Treffen so oder so nicht. Jetzt haben wir es. Das ist Distanz. Dominanz. Super. Zwei Schaden. Laufen! Angreifen! Nicht einfach stehen und auf die Fresse kriegen. Bewegung! Achso, das ist eine Sackgasse. Todesfalle hier. Versuchen sie zu befreien. Ich bin ja dafür, dass wir Italien noch in unser Reich integrieren, oder? Ich bin mir nur am Überlegen, wie weit wir noch rüber wollen nach Spanien. Weil mit Spanien liebäugel ich schon auch noch. Oder, naja, also nicht unbedingt per Spanien, aber Nordafrika. Quasi eine Reconquista. Ja, im Grunde genommen schon, nur dass halt in Spanien nicht die Spanier herrschen derzeit. Auch keine Portugiesen. Entkommen. Ist zu spät, die Türe sind offen. Umso besser für uns, dann hat ja keiner Anspruch außer unser Reich, ganz genau. So ist nur wir. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, wie weit wir noch rüber wollen. Aber das Finale wird Italien sein, definitiv. Papststaat. So in die Festung zurückgezogen. Schwierigkeitsgrad? Bannerlord. Also das Höchste halt. So, sind wir drinnen. Nehmen wir alle mit. Die bedicken wir nämlich jetzt. Ah ja, das weiß ich alles. Ist ja gut. Liebe deine YouTube-Videos, dankeschön. So, ab in die Dings hier. Nehmen alle Adligen wieder mit. Wir haben viele Adlige. So, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Ox Koloss, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Danke, Mann, für den Sub. Vielen, vielen lieben Dank. So.
Wenn er jetzt hinläuft und denkt, oh, das kann ich ja belagern, da sind ja wenig Verteidiger drin, können wir einfach hin und ihn nehmen, weil er denkt, oh, da sind ja wenig, ne? Take the part! Warrior, get move, move out! Forward! Cavalry! Get move! Horse, charge! Move, hard, move out! Meine Bogenschützen sollen mal schnell stillstehen. Währenddessen meine Reiter da rüber gehen. Wir versuchen, die wieder in die Zange zu nehmen, wie wir das schon sehr häufig getan haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So schrumpft der Bizeps. Dankeschön, Dankeschön für den Sub. Etwas breiter aufstellen, bitte. So, mein Ziel ist jetzt, dass ich mich ein bisschen, dass wir ein bisschen moven. So, dass die Bogenschützen eine gute Chance haben, hier den in den Rücken zu schießen. Also ihr seht jetzt, meine Infanterie zieht sich einfach zurück. Ja, hat nicht so gut geklappt, ne? Oh Gott, werden die zusammengeschossen, alter Schwede. Sie laufen auf meine Infanterie zu, wir ziehen die Infanterie ein bisschen zurück. Die Bogenschützen haben freie Schussbahn. Ich würde sagen, das hat wehgetan. Arabische Taktiken, meine Damen und Herren. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob der überlaufen will. Du gehörst leider zum... I yield. You have won. Adligen. Cursed be this day. Janis. Ja. Du kannst gehen. I yield. Du bleibst. Aus Gründen. Das nehmen wir alles mit. Jetzt will ich gucken, ob wir noch den Nächsten davon überzeugen können, sich unserer Sache anzuschließen. My friend. Ich möchte, guter Emir, dass du deinen alten König, deinen alten Sultan im Stich lässt und zu uns kommst. Und das tut er. Noch eine Familie, die bei uns ist. So.
Das geht sich leider nicht aus. Wir marschieren dahin. Wie hieß der denn eigentlich? Achso, das wird nicht mehr angezeigt. Nicht hier. Obwohl, ich kann ihn eh nicht davon überzeugen, zu uns zu kommen, weil er hat ja nichts mehr. Also das Königreich besteht ja aus nichts mehr. Ja, hast du dir verdient. Gut, ein Großteil der Clans ist jetzt bei uns, von diesem Königreich. Jetzt könnten wir zum Beispiel hier noch einfallen, ne? Ich fände es gut, wenn wir hier einfallen und dann könnten wir eigentlich über hier Palermo und so weiter und so fort, ne, nach Rom. Ich finde, das ist eine gute Übergangsding. Wir könnten natürlich auch die Route von hier nehmen, ne? Also diese Distanz ist besser als diese Distanz, um dann so zu gehen. Die Frage ist nur, wie groß ist das Reich hier, ne? Wo sind eigentlich unsere Armeen? Irgendwo wurde wieder eine Armee gegründet. Aber ich verstehe nicht genau, wo. Und ich verstehe, also irgendwie macht auch niemand was. Ich weiß gar nicht, ob wir von Biserte ausgehen müssten. Ich schaue mir das schnell an hier, Moment. Wo sind sie denn? Hier. Nein, das ist eine andere. Clan. Das sind die, die in Spanien sind. Das hier. Was für ein Hinterlistiger. Das sind die, die hier dazwischen sind. Ja? Die existieren zwischen dem hier, ne? Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, braucht es das nicht mehr. Oh. Die sind aber doch nochmal stark. Nicht schlecht, Herr Specht. Wir sind aber stärker. Aber da ist jemand auf, da ist jemand groß geworden. Er kämpft gegen das Heilige Römische Reich. Boah, die sind bis hier nach Frankreich vorgedrungen. Marseille und so. Ah, und hier das Heilige Römische Reich. Okay. Interessant. Nicht schlecht, da fällt jemand ein. Gut, in der nächsten Folge belagern wir das hier. Und dann überlege ich mir, ob wir schon nach Italien rüber lancieren. Oder ob wir noch eine Folge dazwischen schieben und noch gucken, ob wir mit denen noch eine Auseinandersetzung haben. Kannst du eigentlich schon mal belagern. Und die Sachen schon mal bauen. Gut, das aber in der nächsten Folge. Ihr wisst, es funktioniert. Like und Kommi und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.